was ist das denn für ein cooler Fahrstuhl, Kasper? Oh mein Gott, einfach, guck mal, hast du gerade die Etage gesehen? Das war irgendwie so ein Anime oder sowas, ne? Was man ja, da gerade ja, gesehen hat. Ja, das Ding ist, hier gibt es 50 verschiedene Etagen, ne? Ne, ich sehe gerade 66 steht da sogar an der Wand. 66 sogar. Wow, ey, was ist das denn? Einfach The Rock als einfach Fahrstuhl. The Rock, ey. Okay. Wow. Oh mein Gott, sogar mit dem anderen. Was guckt der uns denn so gruselig an, sag mal? Ja, das sah echt voll gruselig aus. Aber das Ding ist, jetzt haben wir so eine geheime Etage, die wir noch später im Video sehen werden. Ah, lol, am Ende. Ja, okay. Und in 2 Sekunden sind wir auf der nächsten Etage. Was ist da? Was wird uns da erwarten? Ich bin auch gespannt, was uns da erwartet. Hörst du das? Oh mein Gott. Squid Game! Squid Game! Die schießen Papa auf uns! Ey, warum haben die denn bei uns ein paar Uzis? Oh mein Gott. Lauf! Wir müssen hinten durchs Licht durch! Der trifft mich! Nein, doch nicht durchs Licht durch! Oh mein Gott! Aua! Hilfe. Die schießen auf mich! Ich bin hier versteckt hinten, okay? Ich bin hier versteckt, der wird mich nicht finden. Oh mein Gott, ich laufe hier auch gerade weg! Ich laufe hier auch gerade um mein Leben, ne? Oh mein Gott, ich muss hier schnell auch hochgehen oder sowas. Oh, wie lange müssen wir denn hier überhaupt überleben, damit wir hier weiterkommen, sag mal? Oh, nur noch ein paar Sekunden. Oh Gott, das ist so gruselig hier. Wo ist dein Leben? Bist du irgendwo hier? Da, ich bin hier vorne, Kasper. Siehst du mich? Ja, ich springe auch, ich seh dich auch. Pass auf, die kommen da, ja! Nein! Ey, die sind bei uns drin! Oh mein Gott, die waren da bei uns so drinnen im Fahrstuhl. Ey, ohne Spaß, hätte ich richtig böse enden können. Wow, bei Among Us! Lauf! Lauf, er ist böse! Oh mein Gott, guck mal! Oh mein Gott! Rauf schnell! Lauf weg, Kasper! Guck mal, der Imposter, der jagt da gerade alle und versucht alle abzustechen! Mach Disco! Der ist mit dem Imposter-Raumschiff gekommen! Ja, Mann, Alter, wie krass ist das denn? Jetzt denkt er, wir sind Disco! Er denkt, wir sind irgendwelche, keine Ahnung, irgendwelche Among Us-Typen oder sowas. Ja, guck mal wieder, da läuft jetzt sein Messer. Ey, ich bin nicht der Imposter! Lauf! Lauf so schnell wie du kannst, Kasper, lauf! Da vorne kommt der. Oh mein Gott, wir haben es gerade so überlebt, ne? Es war richtig knapp. Ist so, das hätte okay, echt nächste böse Etage, enden. 7 Sekunden. Ich bin gespannt, was da kommt. Ich bin jetzt auch gespannt. Oh, was glaubst du? Ich glaube gar nichts Gutes. Eine Sekunde. Oh, das könnte auch immer. Es ist ja eigentlich eine lustige Fahrstunde, also sollen die auch. Ja, eigentlich stimmt. Eigentlich CJ! Das ist doch von GTA, oder nicht? Ja. Ja, Mann, stimmt. Oh mein Gott. Wir können auch. Alter! Ich bin CJ! Ich bin. Oh mein Gott, ich bin Big Smoke! Ja, Big Smoke! Du bist CJ, oder? Nee, ich bin auch Big Smoke. Achso, guck mal hier, das Auto. Kann ich mir ins Auto? Kann ich auch einsteigen? Guck mal! Kannst du fahren? Nein, aber ich sehe, es sieht so aus, Alter, so sitze. Ey! Follow the train, Alter. CJ! CJ, let's go! Okay, jetzt. Ey, wir bleiben jetzt einfach CJ. Ich weiß gar nicht, welcher CJ du bist. Es geht hier direkt schon weiter. 8 Sekunden, ich bin gespannt, was hier als nächstes kommt. Ich kann mir vorstellen, dass da auch irgendwie mal so eine gruselige Welt kommt oder irgendwie sowas, ne? Oh ja, auf jeden Fall noch 2 Sekunden. Mhm. Mal gucken. Und? Hä? Hallo. Was ist hier? Oh mein schnell, Gott! Schnell, lauf! Parkour! Oh mein Gott, das ist wie ein Handyspiel! Mal 2. Jetzt bin ich schon ein bisschen dicker, glaube ich, gerade geworden. Oh mein Gott. Wow. Ich bin auch gesprungen. Warum bist du so schnell? Oh mein Gott, ich bin der Erste. Ich bin der Erste, oder was? Wie bist du denn so schnell, Kasper? Hä? Ich bin der Erste, oder was? Aber warum bist du so schnell? Hey! Hä, ich bin wieder tot. Ich bin tot. Keine Ahnung, wieso ich so schnell war. Weil ich wahrscheinlich der Erste war, der es eingesammelt hat oder sowas. Aber ich bin immer noch CJ. Wo bist denn du? Welcher bist du? Bist du der hier oder was? Der hier bist du. Der hier bist du. Ich erkenne das doch sofort. Oh, wir sind schon in der nächsten Etage jetzt schon. Ich stelle mich direkt hier vorne hin, damit ich direkt hier. Wow! Oh mein Gott. Trollface. Aber es sieht gruselig aus. Schlimm wieder. Das sah echt voll gruselig aus. Das ist nicht meine Etage. Okay, nächster, komm. Ich fühle mich Disco. Ey, ich bin auch genauso dick wie du, ne? Yay. Was ist jetzt los? Jetzt los. Speedrun? Vielleicht? Oh. Wow, was? Wir müssen jetzt. Wir müssen hier rüber, oder was? Hä? Was, auf welcher coolen Insel sind wir das? Wie bin ich schon gelandet? Lol, so eine richtig coole, aber was soll jetzt hier sein? Hier ist doch Motto, gar Motto. Wer ist das? Wir können es alle raufstellen. Ich stelle mich jetzt auch rauf, weil sich auch alle raufstellen. CJ! Und ich springe hier immer wieder auf alle Köpfe. Yeah! Ich habe voll die coole Figur. Und Po-Bombe! Aber wer ist Motto? Ich glaube, den muss man kennen, oder? Keine Ahnung. Also, wenn ihr den kennt, schreibt es gerne mal in die Kommentare. Ich weiß es nicht ganz genau. Ich kenne ihn nicht, ey. Ich kenne ihn nicht. Nächste Etage ein. Warte mal hier vorne. Jetzt kommt meine Etage erst. 3, 2, 1 und auswählen. So, jetzt müssten gleich die Türen aufgehen. Und dann müsste das auf jeden Fall meine Etage sein. Mal gucken. Und? Creeper! Oh, ja, genau. Das ist mein Hund. Der macht nichts. Das ist mein Hund. Was ist das für eine Etage? Die sieht ja voll aus. Wieso? Wie sieht die Bilder? Das ist ja voll cool. Coffin Dance. Was ist das jetzt hier? Das ist der Himmel.
Hier vorne ist kann man doch. Da ist einfach Koffer hinter. Jetzt kannst du nicht. Das ist mein Bett. Ich weiß, ich habe das ein bisschen oldschool gestaltet. Bett. Das ist dein Bett. Du bist einfach hochgehoben bei deinem Bett. Ja, ja, ich bin so ein Meme-Fan, weißt du? Deswegen habe ich hier so ein cooles Bett gestaltet. Der Creeper kann ein Leben abziehen. Der Creeper ist gar nicht schlimm, das ist Bruno. So heißt mein Haustier. Ach so, Bruno heißt der. Ja, ja, Bruno, der Kollege. Aber pass auf, ich gehe jetzt mal auf unsere Etage. Auf meine Etage. Ja, dann zeig mal deine. Bin ich mal ganz gespannt. Deine wird schlechter aussehen als meine. Meine ist die coolste Etage, pass mal auf. Aha, bin ich ja mal ganz gespannt. Du wirst schon sehen, was ich meine. Guck mal jetzt hier. Hast du die Hot Dogs? Ey! Was ist das denn für eine Loser-Etage? Sag mal, jetzt ist aber wirklich, ich fühle mich Disco. Ich fühle mich Disco. Leider bin ich gestorben, ich habe meine Disco leider nicht. Ah ja, schade, schade. Aber das ist auf jeden Fall eine Disco-Etage, ne? Passt ja, jetzt zu dir. Das ist meine richtig coole Fahrstuhl-Etage. Ja, okay, okay, aber pass auf. Ich mache jetzt mal die Etage von meiner Mutter auf, okay? So, warte, die wohnt hier auch irgendwo. Mutter? Ja, die wohnt hier auch irgendwo. Warte mal, hier einstellen. So, Etage 79, das müsste die sein von der. Okay, wir gucken mal. Ja, alles entspannt. Die wohnt hier. Die hat ein entspanntes kleines Haus. Das müsste eigentlich das hier sein, glaube ich, denke ich. Jetzt bin ich mal gespannt, was deine Mutter da hat. Wir gucken mal. Hä? Ah, sie ist nicht zu Hause. Oh, na toll. Sie ist zu Hause. Aber vielleicht ist deine Mutter zu Hause. Wollen wir mal gucken? Ja, okay, lass mal gucken. In 3 Sekunden sind wir jetzt bei der Etage von meiner Mutter. Ja, okay, mal gucken. Ich bin gespannt, wie deine Mutter wohnt, ne? Die wohnt wahrscheinlich auch richtig komisch oder sowas. Die wohnt richtig cool, wohnt die. Die wohnt richtig komisch wahrscheinlich. Die wohnt richtig cool. Pass auf, wir sind hier in 3 Sekunden. Wir gucken mal. Okay, 1 Sekunde noch und... Ja, pass auf. Und zwar... Alter, was ist mit deiner Mutter los? Da oben ist ja ein Bild, oder was? Und wir sind beim Arc-Quiz jetzt gerade gelandet. Ah, lol, ne? Die macht will direkt irgendeinen Quiz machen. Ja, schon dieser Lehrerin, oder nicht? Die macht Quiz-Show. Die macht hier irgendwelche Quiz-Shows. Alter, wieso grinst die so? Was ist nicht meine Mutter, das ist irgendeine andere. Doch. Was ist das denn? Keine Ahnung. Ich habe es noch nie gespielt, wo sind wir jetzt? Ist klar, das ist der. Jetzt sagst du das auf einmal, ne? Die kennst du ganz genau. Die kennst du ganz genau. Okay, wir müssen jetzt irgendwie Quiz erraten. Warte mal, wir müssen den Satz zu Ende richtig sagen, sonst werden wir sterben. Ah, okay. When the Imposter is. Dead. Alive? Dead oder alive, würde ich sagen, oder? Oh mein Gott, muss ich jetzt irgendwas reinschreiben? Alive! Be alive. You look alive. Oh nein, oh nein, oh nein. Oh mein Gott. Nein. Hä? Alles gut. Du hast uns gerettet. Oh mein Gott, Ich hab dich gerettet. Ja, ich bin geschrieben. Das schuldest du mir was, ne? Jetzt ja, okay, warte mal. Als Wiedergutmachung gehen wir mal zum Hansapark, okay? Ich drücke hier kurz drauf. Ab zum Hansapark jetzt hier. Ja, das nächste müsste jetzt ein Freizeitpark sein, wenn ich mich nicht verdrückt habe. Wir gucken mal und. Oh nein, tanzen. Das ist bei den Pfeilen. Das ist tanzen, wir müssen tanzen. Ey, der Tanzbereich vom Hansapark. Ja, okay, Mann. Aber immerhin so eine coole Bühne, ne? Okay, ich rap los. Ich bin der Kaspo, ich bin viel cooler als du. Du hast gar keine Ahnung. Ich bin du bist so blöd wie ein Schuh. Ich bin Broxo und ich bin Loco Broxo. Du bist Loco Broxo, aber in Wirklichkeit... Also, ich sag's euch, ne, ich werde gegen Kaspar nochmal richtig heftig rappen. Gar keine Chance hast du. Gar keine Chance. Ich werd Rap-Battle gehen nicht machen. Rap-Simulator. Ist das hier eine Herausforderung, oder was? Ja, das ist eine Herausforderung. Das ist eine Ansage anscheinend, ja? Ich hab dich schon besiegt beim Tanzen damals und jetzt werde ich dich beim Rappen lächerlich. Beim Boxen habe ich dich auch schon besiegt. Du denkst, du bist der Überking, oder was? Ja, ja. Wir werden schon sehen, wer der bessere Rapper ist. Gehen wir jetzt hier zu Edeka, zu Lidl. Müsste Edeka sein. Ich guck mal ganz kurz. Edeka. So, Edeka. Aber ich weiß halt nicht, die sollen auch angeblich umziehen. Ja, guck's dir an. Was ist denn hier los? Die sind Edeka, umgezogen. Ja. Die sind umgezogen. Ey, nein. Schade. So oft schon wieder. Ja, also ich weiß nicht genau. Hä? Was ist das denn? Der jetzt. Weil wir auf seinem Grundstück drauf sind. Pass auf! Mit einem Laser. So eine Laserkanone einfach, weil wir auf dem Grundstück stehen. Was ist denn beim Edeka da passiert, Alter? Ja, der ist halt, das hat irgend so einen Mafia-Boss gekauft, der jetzt voll sauer ist, wenn man hier irgendwie hingeht. Ey, so ein kompletter Laser. Ja, wähl du mal die nächste Etage aus. Wo wollen wir jetzt als nächstes hingehen? Wollen wir auf diese mega seltene gehen? Nee, ne, noch nicht. Oh Gott, ja, doch. Ja? Nee, nein, pass auf. Nein, noch nicht. Hier. Ich gehe jetzt hier auf die Etage. Ja. Von deiner alten Schule? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das ist echt eine Ekelschule. Oh mein Gott, schnell. Oh mein Gott, schnell. Alter! Nein! Ich hab doch mein Leben verloren. Nein! Ich bin draufgegangen. Was passiert hier? Ich bin gestorben, leider. Ich hab grad irgendeine Auszeichnung gerade bekommen. Und jetzt bin ich einfach so ein jetzt bin ich einfach so ein Noob. Oh mein Gott. Ich bin einfach ein Noob. Warte, krieg ich die auch noch? Hier rauf. Ja, ja, ich weiß. Alter Schwede, Mann. Und zack! Guck mal, das bin ich hier, der Noob. Siehst du mich? Oh. Hier. Du bist echt ein Noob jetzt gerade geworden. Ja, das bin ich. Ich will hier mal den bist Noob. Du bist ein Noob geworden. Ich weiß nicht auch, ich bin gespawnt als Noob. Keine Ahnung wieso. Ich will hier mal den Noob-Etage aus, okay? So, bam, ausgewählt.
Und jetzt? Alter, okay. Oh, pass auf, da sind Jumpscares anscheinend. Bobby Playtime! Oh. Wo ist Huggy Wuggy? Oh mein Gott, wir sind sogar in der Fabrik. Hier können wir lang, hier können wir lang! Als ob wir lang gehen können. Oh mein Gott, wo geht's hier hin, ist die Frage. Sackgasse, oder? Sackgasse. Nein. Ja, Sackgasse. Oh, hier ist, Huggy jetzt gleich kommt. Hier ist irgendwo Huggy Wuggy oder sowas, ne? Huggy, hallo, bist du da? Huggy? Huggy? Huggy, Knaggy? Da ist er! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, lass mal nach oben gehen. Ah! Lauf! Ah! Lauf! Er verfolgt mich! Oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Oh, oh mein Gott! Ey, pass auf da, ne? Der verfolgt dich jetzt. Ey, der versucht da hochzugehen, die Leiter! Ich schaff da nicht, ich bin jetzt hier schon oben im Geländer. Ja, das schafft er auf gar keinen Fall. Oh Gott, oh Gott. Hier hoch, okay. Hier lang, okay. Mhm, jetzt hier ist schön aus. Ey, der hängt da fest, ne? Der weiß gar nicht, was er machen soll, habe ich das Gefühl. Ja, oh, und wir sind wieder zurück im Aufzug. Let's go! Sehr gut. Ich mache jetzt hier als nächstes mal Sonic.exe als Aufzug, okay? Okay, so, ich bin gespannt. Auswählen und... Wo ist Sonic.exe? Hä? Der ist gar nicht mehr da, lol. Hä, wo ist der? Das sieht einfach nur nach einem krassen Hintergrund aus. Und 3 Sekunden auf die krasse Etage. Und los! Oh, die seltenste Etage. Pass auf, da kommt ein Zug gleich oder sowas. Ja, da vorne, oh. Was ist das denn? Ja, hä? Das ist doch der Ich-mag-Züge-Typ. Stimmt, ich mag Züge. Aber was macht der? Movie. Macht der irgendwas? Nee, ne? Hä? Hörst du das? Ich bin gestorben! Ey, sag nicht, du warst auf den Gleisen, oder? Ich war auf den Gleisen, aber da kam gar kein Zug gerade. Ich weiß gar nicht, wieso. Ey, aber krasse Etage zum Schluss gerade nochmal. Oh, jetzt kommen wir zu der geheimen 88. Ich bin gespannt. Etage, oh mein Gott, pass auf. Was ist das? Siehst du das? Was ist das? Dieses Excalibur-Schwert. Das ist die geheime oh Etage. Hier ist so ein Hammer. Kann man den nehmen? Oh, wir werden alle ausgesaugt. Nein! Wir sind voll im Fahrstuhl anscheinend. Oh nein! Nein, wir werden ausgesaugt, Kaspar. Die geheime Etage war eine Falle. Hilfe, nein! Er saugt uns auf. Freunde, wir wurden nochmal aufgesaugt bei der geheimen Etage. Wir haben Sonic.exe leider nicht angetroffen. Wenn ihr wollt, dass wir nochmal eine Folge machen, wo Sonic.exe im Fahrstuhl ist, dann lasst mir gerne ein Like und auch ein Abo da. Tut mir den Fall, schickt gerne das von nochmal Videos aus. Wir sehen uns im nächsten Video. Habt einen wunderschönen Tag. Bis dahin und ciao, ciao.